Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Partei der Brandstifter meldet sich als Feuerwehr zu Wort. Und nirgendwo wird das deutlicher als am Konflikt in der Ukraine. Wenn wir über den Konflikt in der Ukraine reden und über das russische Selbstverständnis in dieser Situation, dann geht es als Kampf- und Propagandabegriff immer um das Wort Faschismus. Und zwar gerade auch von der russischen Seite und gerade auch von der russischen Bevölkerung innerhalb der Ukraine. Und das hat klare Gründe. Und in der Tradition der NSDAP, in der Sie sich ja nach wie vor sehen, von der Sie sich nicht wirklich abgrenzen, in dieser Tradition sind genau die Konflikte entstanden, über die wir jetzt reden. Ich war 1989 auf einer Radtour in der Ukraine, wir sind weiter nach Rumänien gefahren und ich war auch in Lemberg, Lwów. Und dort haben wir auf dem Markt, sind wir mit Leuten ins Gespräch gekommen. Die waren damals in einer Aufbruchsstimmung, einer Unabhängigkeitsstimmung, weil sie auf Gorbatschow gesetzt haben. Aber es war deutlich, sie wollten mit uns auf keinen Fall Russisch sprechen. Wir konnten kaum Englisch, die konnten auch kaum Englisch. Die suchten da ewig jemanden, der halbwegs Englisch konnte, weil sie unbedingt vermeiden wollten, ausgerechnet mit uns über die Unabhängigkeit in Russisch zu diskutieren. Und wenn ich mich jetzt in Vorbereitung auf die Rede näher mit der Stadt, der westukrainischen Stadt Lemberg beschäftigt habe, dann wird deutlich, wo dieses Konfliktfeld liegt, was wir im Moment in der Ukraine aufbrechen sehen. Und ich nehme nur einen kurzen Abschnitt, und zwar von 1939 bis 1942. 1939 lebten in Lemberg, da war es eine polnische Stadt und die war auch noch nicht lange polnisch. Es gab immer wieder Diskussionen über die polnische Ostgrenze und wo das polnische Staatsgebiet verläuft. 1939 war es polnisch, es lebten in der Stadt 160.000 Polen, es lebten fast 150.000 Juden in der Stadt und 50.000 Ukrainer. Das war die Situation. Als der Einfall der deutschen Truppen in Polen begann, 1939 am 1. September, rückte die sowjetische Armee entsprechend des Hitler-Stalin-Paktes in Lemberg ein und besetzte Lemberg. Die deutsche Armee hat dann 1941 die Sowjetunion angegriffen. Und in dem Moment, wo sie die Sowjetunion angegriffen haben, haben sich ukrainische Nationalisten gegen die von ihnen als sowjetische Gewaltherrschaft empfundene Besetzung, gegen die stalinistische Besetzung zur Wehr gesetzt und haben einen Aufstand geprobt, und zwar am 25. 26. Juni 1941. Dieser Aufstand wurde niedergeschlagen, über 5000 ukrainische Nationalisten wurden verhaftet und kurz bevor die deutsche Armee in Lemberg einrücken konnten, wurden diese 5000 Nationalisten hingerichtet durch den NKWD. Er sah auch keine Transportmöglichkeiten, um die Leute noch die wurden erschossen. Als die Wehrmacht einrückte, mussten Juden der Stadt bei der Exhumierung helfen, mussten die Leichen waschen und die Wehrmacht verteilte Flugblätter und machte, Zitat, die jüdischen Bolschewisten für den Mord an den ukrainischen Nationalisten verantwortlich. Daraufhin kam es zu Pogromen in Lemberg. Über mehrere hundert Juden wurden erschlagen und erschossen. Ukrainische Milizen beteiligten sich an der Verhaftung von Juden, die wurden in die Gefängnisse geschafft. Kurze Zeit später, wenige Tage später, rückte die Einsatzgruppe C ein, der Wehrmacht, und sie begann dann mit der Erschießung innerhalb der Stadt von Juden. Über 100 Juden wurden erschossen vor den Toren, 3000 Juden. Infolge der deutschen Besetzung, auch in Lemberg, wurden fast 150.000 Juden ermordet in Lemberg. Das ist auch unsere deutsche Geschichte, die wir in Lemberg mit zu vertreten haben. Wir demokratischen Fraktionen stehen ganz klar gegen diese Geschichte. Wir schämen uns für diese Geschichte. Und es ist Ihre Fraktion, die nach wie vor die Heldentaten der Wehrmacht mit den Heldentaten der Wehrmacht argumentiert und genau solche Gräueltaten, die dort passiert sind, abstreitet. Und wenn Sie hier auch noch am Mikrofon vertreten, dass Sie mit dem rechten Block gute Zusammenarbeit haben in der Ukraine, dann schaden Sie natürlich noch mal ganz erheblich der Maidan-Bewegung. Und es ist so, dass die Maidan-Bewegung sich aus unterschiedlichsten Gruppierungen zusammengesetzt hat. Sehr demokratischen Richtungen, die sich gegen die Korruption, die in der Ukraine herrschte, zur Wehr gesetzt haben, die sich für Neuwahlen eingesetzt haben, die auch gewaltlos sich für diese Ziele eingesetzt haben. Und darüber sind sich inzwischen, glaube ich, alle Kommentatoren einig.
Die Gewalt, die es auf dem Maidan auch gegeben hat, ist maßgeblich vom rechten Sektor ausgegangen. Die waren als Miliz relativ strategisch gut organisiert, die waren bewaffnet und sie gelten sozusagen als diejenigen, die in Anführungsstrichen relativ erfolgreich das Mittel der Gewalt angewendet haben und andere demokratische Kräfte der Maidan-Bewegung zurückgedrängt haben. Also auch für die Eskalation auf dem Maidan tragen ihre politischen Gesinnungsgenossen mit eine große Mitverantwortung. Und im Moment erleben wir gerade in der Ukraine das, was wir Anfang der 90er Jahre in Bosnien erlebt haben. Die Ukraine ist nämlich ein wirklicher Vielvölkerstaat. Da leben nach wie vor eine große Gruppe natürlich der Ukrainer, aber es leben dort viele Polen, es leben Ungarn, es leben sehr viele Rumänen dort, es leben Juden dort, es gibt Armenier. Es ist ein Vielvölkerstaat. Und im Moment bricht aufgrund dieser uralten Konflikte, die liegen noch weit vor dem Zweiten Weltkrieg, aber auch die Geschichte, die ich gerade aus Lemberg erzählt habe, im Moment bricht dort zwischen diesen Bevölkerungsgruppen überall der Hass aus. Und es sind natürlich jetzt auch Menschen aus dem sogenannten rechten Sektor, die sich dort ihre vermeintlichen politischen Gegner vorknöpfen und die dann die Rechtfertigung liefern für russische Extremisten, also Ukrainer Ukrainer, die russischer Nationalität sind, die sich dort, es sind auch Russen dort, das ist richtig, aber es gibt durchaus auch Ukrainer russischer Nationalität. Beides ist dort vorhanden. Und wir erleben dort im Moment eine ganz schwierige Situation. Wir haben das hier heiß diskutiert, wie wir mit Russland umgehen wollen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Russland auf jeden Fall ein wichtiger Partner auch für Deutschland ist. Wir haben eine klare Kritik im Moment am Vorgehen von Putin. Die habe ich über alle demokratischen Fraktionen gehört. Auch die Linke hat sich dazu klar mit bekannt. Welche Eskalationsstufen wir dort gehen wollen, da sind wir unterschiedlicher Meinung, das ist völlig richtig. Und ich glaube persönlich, dass im Moment die Position der Bundesregierung dort eine richtige ist, die genau auf Vermittlung in diesem Konflikt setzt, dass das zusammengeht mit einer Form von Boykotts, ist aus meiner Sicht auch nicht falsch. Da teile ich auch ausdrücklich die Meinung der Bundesregierung. Ich glaube aber, dass diese Boykotts, wie sie momentan laufen, nicht dauerhaft das Verhältnis zu Russland zerrütten werden und auch nicht zerrütten können. Ich glaube, dass es und hoffe, dass es einen Ausweg, und zwar definitiv einen friedlichen Ausweg, aus dieser Situation gibt. Das erhoffe ich mir stark. Aber Ihre Fraktion ist wirklich die allerletzte, die sich im Konflikt Russland zu Wort melden kann. Und ich kann Ihnen versichern, alle, die sich in der Ukraine zurzeit, und da haben wir ja ein Problem mit auf der Krim, wenn die dort eine große Parade machen zum Tag der Befreiung am 8. 9. Mai, dann richtet sich das gegen Menschen wie Sie, gegen Ihre Denkhaltung. Und dass Sie diejenigen sind, die hier Putin verteidigen wollen, also, was heißt verteidigen, haben Sie doch gerade gesagt, Sie sind der Meinung, er wird hier verunglimpft und Sie möchten ihn gerne ins rechte Licht lücken. Das haben Sie doch hier gerade erzählt. Und das ist also auf jeden Fall grundfalsch. Wir haben Kritik an Putin, das ist richtig. Wir halten ihn nicht für einen Diktator, sondern wir glauben, dass er einen autoritären Führungsstil hat. Und ich glaube, da muss sich in Russland viel ändern, damit die Zivilgesellschaft dort wieder richtig nach vorne kommt. Aber ein Antrag, der von Ihnen gestellt wird, wird auch ganz klar von uns aus inhaltlichen Gründen abgelehnt. Und nicht, weil er nur von Ihnen gestellt wird, sondern er ist falsch, dass eine Partei, die zur Konflikteskalation dort offensichtlich ja nach wie vor massiv beiträgt. Denn Sie haben ja berichtet, dass Sie eng befreundet sind mit dem rechten Block. Und gerade dieser rechte Block ist es wirklich, der auch innerhalb der Grünen große Diskussionen auslöst im Verhältnis zum Thema Demokratiebewegung in der Ukraine. Und genau zu denen unterhalten Sie sozusagen freundschaftliche Beziehungen, wie Sie sagen. Und genau dieser Block ist die massive Rechtfertigung für die russischen Separatisten, die mit diesem Faschismus nichts zu tun haben wollen. Und deswegen klare Ablehnung der demokratischen Fraktion für Ihren Antrag. Ich danke Ihnen.